hätte nie gedacht, dass WoW so viel Spaß macht. Das müsste jetzt auch 2 Wochen gewesen sein, oder? Nein, ein halbes Jahr. Ihr solltet dringend ein Video machen, ihr braucht nur ein Thema. Die Würde des Menschen... Nein. Wenn du ein Buch schreibst... Vergiss es. 10 Argumente gegen ein Adoptionsrecht für Homosexuelle. Von mir aus bin ich eben wieder im Kernthema. Okay, bevor es zu Verwirrung kommt, das ist ein Video von Nikolai Alexander. Über den habe ich bisher noch nichts gemacht. Kurz ein paar Hintergrundinformationen. Nikolai Alexander nennt sich Reconquista Germania, ursprünglich Reconquista Germany. Er hat seinen Kanalnamen geändert, weil eben der Anglizismus Germany zu platt und dämlich war, aber der römische Propagandaausdruck Germania viel besser klingt. Um seine Ansichten zusammenzufassen, die USA sind das Land gewordene Böse, Putin ist besser als Jesus und Schwule sind ganz doll eklig. Und es gibt noch eine neue Weltordnung und was weiß ich noch alles. Also er ist ein sehr, sagen wir, interessanter YouTuber. Das Lustige bei ihm ist, er ist im Grunde ein Channel-Medium. Das heißt, er macht relativ selten selber was und channelt in vielen Fällen eigentlich nur das, was andere schon vorgemacht haben. In diesem Fall sind die Gründe von, wie heißt die Alte noch gleich? Dr. Christel Ruth von Holt. Richtig, danke. Bevor es jetzt zu Aufständen oder sonstigen Scheiß kommt, ich kenne die Alte nicht, ich habe keinen Bock, mich mit der Alten zu beschäftigen, ich gehe jetzt nur auf die Gründe ein. Also, ab dafür. Erstens, jedes Kind hat ein Recht auf Mutter und Vater. In der Struktur einer homosexuellen Familie, in Anführungszeichen, wird dieses Recht dem Kind geplant und bewusst verwehrt. Das ist eine grundlegende Verletzung des Kindesrechts. Es kann sein, dass ich gerade Blödsinn rede. Immerhin ist diese Rot vom Holz Doktorin und ich bin nur irgend so ein Arschloch. Aber ist es nicht eigentlich auch so, dass in der Familienform wie alleinerziehende Eltern, geschiedene Eltern oder halt einfach in einem Kinderheim die Kinder genauso wenig eine Mutter- und Vaterfigur haben? Beziehungsweise, dass diese Rollen von Personen ausgefüllt werden, die nicht direkt Mutter oder Vater sind. Also warum ist das da vollkommen okay, aber bei Homosexuellen ist das nicht okay? Zweitens, ein Kind, das in dem Bewusstsein aufwächst, seine beiden Eltern seien 2 Frauen oder 2 Männer, wird in seinem Wissen um seinen zweigeschlechtlichen Ursprung manipuliert. Das wird sich negativ auf seine Identitätsbildung auswirken. Also mal ganz abgesehen davon, dass das Beispiel auch wieder auf Alleinerziehende und auf Kinderheime zutrifft, Frau Knickerbusch. Aber ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber Kinder fragen häufiger mal was. Warum ist die Sonne so hell? Warum wird's nachts so kalt? Und zum Beispiel auch, wo kommen die Babys her? Dazu kommt, dass zum Beispiel die meisten Familien, also meine Familie zum Beispiel, nicht in irgendwelchen kleinen Kuppeln wohnen, wo niemand hinkommt, sondern die wohnen mit anderen Leuten zusammen, in etwas, das man Städten nennt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist natürlich für Doktoranden total unwichtig, aber in einer Stadt leben viele verschiedene Familien zusammen. Also jetzt nicht in einem Haus, sondern in vielen verschiedenen Häusern. Das ist jetzt schwer zu erklären auf die Schnelle, aber die Familien haben Kontakt miteinander. Und die Kinder sehen dann, okay, ich habe 2 Mamis, aber der Torben hat eine Mama und einen Papa. Und spätestens mit 4 Jahren haben die Kinder raus, okay, wenn eine Mama und ein Papa sich ganz doll lieb haben, dann kommt dabei ein Baby raus. Meine beiden Mamas haben mich nicht gemacht, aber die haben mich trotzdem lieb. Das ist natürlich jetzt ein abstraktes Konzept zu erklären, aber so oder so ähnlich dürfte das funktionieren. Drittens. Verschiedenheit ist immer ein größerer Entwicklungsanreiz als Gleichheit. Die Forschung der letzten 40 Jahre zeigt übereinstimmend, dass Mutter und Vater geschlechtsabhängig Verschiedenes in die Entwicklung der Kinder einbringen. Ein Kind, das bei einem homosexuell lebenden Männer- oder Frauenpaar lebt, ist daher von vornherein in seinen Entwicklungsmöglichkeiten benachteiligt. Genau wie die letzten beiden Male trifft genauso auf alleinerziehende Eltern und Kinderheime zu. Viertens, die besten Voraussetzungen zur Entwicklung einer sicheren Geschlechtsidentität hat ein Kind, wenn es in der Geschlechterspannung von Mutter und Vater aufwachsen kann. Bei einem homosexuell lebenden Frauen- oder Männerpaar wird dieser Entwicklungsvorteil dem Kind bewusst vorenthalten. Siehe oben. Fünftens, wenn Vater oder Mutter tragischerweise fehlen, wie etwa bei Alleinerziehenden, hat das Kind die Möglichkeit, diesen Verlust zu betrauern und konstruktiv zu bearbeiten. Wenn dem Kind dagegen vermittelt wird, eine homosexuelle Familie in Anführungszeichen sei eine vollständige, nur eben alternative Familienform, verhindert dies, dass das Kind den realen Verlust von Vater oder Mutter betrauern kann.
Damit bleibt der Verlust abgespalten und wird sich destruktiv auf die psychosoziale Entwicklung des Kindes auswirken. Also wenn ein Kind einen Elternteil verliert, muss es das betrauern. Dass Kinder wirklich Fragen stellen, wissen Sie, Frau Knickerbaum, oder? Also dieses mit dem, warum es die halt da ist und so weiter, das war nicht einfach nur gelabert, das ist wirklich so. Kinder stellen Fragen. Und das mit den Städten war auch nicht gelabert. Es gibt wirklich Städte. Wenn Sie mal eine Landkarte aufmachen und darauf gucken, diese ganzen kleinen roten Punkte, das sind Städte, da leben Menschen drin. Also nicht in den Punkten, sondern in Häusern, die da stehen, wo die Punkte sind in der echten Welt. Und Kinder sehen die Nachbarn, sehen, der Thorsten hat eine Mama und einen Papa, ich habe aber nur zwei Mamas. Das Kind wird rausfinden, okay, wenn ein Mann und eine Frau sich ganz doll lieb haben, hier aber zwei Frauen rumstehen, dann ist irgendwo ein Mann, der mich gemacht haben muss. Davon mal ganz abgesehen, man kann sich auch die männlichen Einflüsse von anderen Quellen holen, aber das hatten wir ja schon. Ja, ein Vater und eine Mutter wären besser als zwei Väter, aber das haben nun mal nicht alle. Und zwei Väter oder zwei Mütter sind immer noch deutlich besser als ein Kinderheim, in dem eine Aufpasserin auf 20 Kinder aufpasst. Sechstens, es gibt erhebliche Lebensstilunterschiede zwischen homosexuell und heterosexuell lebenden Paaren. Statistisch gesehen ist die Promiskuität bei homosexuell lebenden Männern deutlich höher als in einer üblichen Vater-Mutter-Beziehung. Das wirkt sich destruktiv auf die Bindungsbedürfnisse von Kindern aus. Trifft genauso zu auf alleinerziehende Eltern, Eltern, die nicht in einer geschlossenen, sondern offenen Ehe leben und allgemeinem Rumgehure innerhalb der Ehe, Polygamie etc. etc. Ja, ich könnte mich jetzt ja eigentlich tierisch darüber aufregen, dass man hier den Lebensstil von Leuten, die nichts mit Kindern am Hut haben, sondern sich eher auf sich selber konzentrieren, mit dem Lebensstil vergleicht von Eltern, aber ich bin bereits davon überzeugt, dass diese Doktorin zu blöd ist, sich selber den Arsch abzuwischen, von daher mich stört das nicht weiter. Siebtens, die allermeisten Studien, die eine angebliche Gleichheit von homosexueller mit heterosexueller Elternschaft behaupten, haben gravierende methodische Mängel. Aus keiner vorliegenden Studie können derart weitreichende Schlussfolgerungen gezogen werden. Was war das? Ein richtiges Argument? Was das Sinn macht? Ja, es gibt nicht genug Studien oder die Studien haben Fehler. Das ist vollkommen legitim, sowas zu behaupten. Oh mein Gott, ein richtiges Argument. Ich hoffe bloß, dass jetzt nicht irgendwas unheimlich Dämliches kommt. Achtens. Für die lesbisch lebende Frau ist es kennzeichnend, dass sie den Mann und das Männliche in der Nähebeziehung nicht haben will oder haben kann. Dies wird sich erschwerend und hemmend auf die männliche Identitätsentwicklung von Jungen auswirken. Zwei Fragen. Erstens, warum sollten Lesben, wenn sie absolut nichts Männliches in ihrer Nähe haben können, einen Sohn großziehen wollen? Zweitens, wenn der Wunsch von Lesben, keinen Sex mit Männern zu haben, bedeutet, dass sie Männer auf den Tod nicht abkönnen, heißt das, dass Sie, Frau Knick am Busch, Fick am Baum oder wie auch immer Sie sich nennen wollen, eine tiefe Abneigung gegen Pferde haben, weil Sie keinen Sex mit Pferden haben? Oder labern Sie gerade einfach nur gequillte Scheiße? Oder, um es freundlicher auszudrücken, ich muss jemanden nicht ficken, um ihn zu mögen. Neuntens. Für das Mädchen ist der Vater das wichtigste Rollenvorbild dafür, was es selbst einmal von einem Mann erwarten kann. Studien zeigen, adoleszente Mädchen, die ohne Vater aufgewachsen sind, haben größere Nähe-Distanzprobleme zu gleichaltrigen Jungen und werden häufiger ungewollt schwanger. Und alle, das trifft genauso auf alleinerziehende Eltern und Kinder in Kinderheimen zu. Zehntens, wenn bei einem vollen Adoptionsrecht in der Geburtsurkunde eines Kindes zwei Frauennamen oder zwei Männernamen statt eines Frauen- und eines Männernamen stehen, wird das Kind auch dadurch in seinem Wissen um seinen zweigeschlechtlichen Ursprung getäuscht. Also Frau Blau am Brett, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber bei mir kamen die Fragen, wo kommen eigentlich Babys her? Und der Sexualkundeunterricht in der, ich glaube, dritten Klasse war es, bevor ich meine Geburtsurkunde zum ersten Mal durchgelesen habe. Ich weiß nicht, ob das unüblich ist, ob ich einfach ein Spätzünder bin, was Geburtsurkunden angeht, aber ich würde sagen, spätestens, sobald Kinder kapiert haben, wenn ein Mama und ein Papa sich ganz so lieb haben, bekommen die ein Baby, wird's bei denen klicken, dass ein Mann, eine Frau und eine Frau das höchstwahrscheinlich nicht können. Spätestens ab der dritten Klasse, das wäre mit 9, wissen die sowas.
ich will jetzt hier nicht den schwarzen Peter an die Wand malen, aber das waren mit die dümmsten und idiotischsten Argumente, die ich je gehört habe. Und ich habe mit Thomas diskutiert. Ein Großteil dieser Scheißargumentation konnte ich mit einem einzigen Satz abschmettern. Das trifft genauso auf alleinziehende zu. Die andere Hälfte dieser Scheißargumente konnte ich mir dahin stecken, wo die Sonne nicht scheint, weil sie entweder dämlich, ignorant oder what the fuck waren. Das einzig gute Argument war Nummer 7. Es gibt keine ausreichenden Studien. Wundert es, nach dieser Lawine von Dämlichkeit wirklich noch irgendjemanden, dass ich langsamer Videos mache, als sich Kontinente bewegen? Nein, ich glaube nicht. Ich gehe jetzt wieder 6 Monate in Ruhestand und hau dann vielleicht irgendwas zum Vogel raus oder zu sonst irgendwelchen Vollidioten. Lasst ruhig einen Vorschlag da, ich habe ja genug Zeit, drüber nachzudenken.